Heute Morgen lese ich einen Versuch in einer großen Zeitung über Ostern. Es ist ja doch erstaunlich in unserem Land, dass es noch Zeitungen gibt, die auf der ersten Seite nichts anderes tun, als frohe Ostern zu wünschen. Mit einem Titel, dass die Liebe doch stärker sei als der Tod. Das ist fast ein Zitat aus der Heiligen Schrift, aus dem Hohen Lied, wo es heißt, stark wie der Tod ist die Liebe. Beides sind ja die großen Themen der Menschheit, immer schon gewesen. Alles um die Liebe herum und alles um den Tod herum, weil beidem, wenn man denn recht als Mensch lebt, entgeht man nicht. Und diese Fragen treiben uns natürlich jetzt in dieser Zeit besonders herum, da wir Menschen erleben, die voller Hass sind und das Leben anderer zerstören. Und natürlich fragen wir, was bleibt dann? Ist das alles? Und der Autor dieses Artikels unter der Überschrift dann noch einmal genauer, Tod oder Liebe, macht einen Versuch. Er sagt, und doch hat das Böse nicht gesiegt. Das Böse kann die Welt nicht seiner Logik unterwerfen. Der Tod löscht Menschen aus für immer. Sie kehren nicht zurück. Das ist so furchtbar, so unfasslich. Vor allem für jene, die geliebt haben. Der Tod löscht Menschen aus, aber er kann sie nicht ungeschehen machen. In alle Ewigkeit nicht. Wenn Sie so wollen, ist das die irdische oder sagen wir die humanistische Seite von Ostern. Klar, mit dem Tod ist es vorbei, sagen wir. Das ist unsere Erfahrung. Wir gehen zum Friedhof, wir bestatten eine Urne. Auf Nimmerwiedersehen. Aber ungeschehen kann man dieses Leben nicht machen. Es ist eine sehr menschliche Hoffnung, die hier zum Ausdruck kommt. Aber für uns Christen ist das zu wenig. Wenn uns der Apostel eben in der Lesung zuruft, richtet euch nach dem Himmlischen, nicht nach dem Irdischen, dann sind wir aufgefordert, also noch einmal mehr zu suchen, noch einmal einen Schritt weiter zu gehen. Auch die Jünger waren in dieser Versuchung. Ihre ganze Hoffnung ist zerstört, an einem einzigen Tag zerstoben. Es hat sich zusammengebraut, dieses Unheil. Man wusste, die jüdischen Autoritäten sind gegen ihn. Und wenn sie die staatliche Gewalt einschalten, geht es ihm schlecht. Ein Justizmord hingerichtet, wie viele andere auch. Was bleibt? Auch die Jünger sind in der Versuchung zu sagen, wir können uns ein bisschen an ihn erinnern. Ja. Und es war das 20. Jahrhundert, in dem ein Theologe das auf den Punkt brachte und sagte, die Sache Jesu geht weiter. Das ist Ostern. Aber es ist nicht richtig. Dann brauchten wir hier nicht zu sitzen. Dann brauchten die Eltern dieses Kind, dieses kleine Mädchen nicht zur Taufe zu tragen, wenn die Sache Jesu weitergeht. Das interessiert niemanden. Das ist vielleicht etwas für Historiker, bestenfalls für Archäologen und Ende. Aber sein Leben daran auszurichten, nicht nur auszurichten, sondern sein Leben auf diese Karte zu setzen, das bedeutet ja Taufe, wenn wir Johanna gleich aus dem frisch geweihten Wasser der letzten Nacht aus der Taufe heben. Es heißt, sich auf diesen Christus einzulassen. Es heißt, das Himmlische zu suchen, das, was uns von dort geschenkt wird. Dass nicht einfach eine Sache weitergeht, sondern dass das Besondere an Ostern, an der Auferstehung Christi ist, dass nicht irgendwer stirbt, nicht einer von den vielen, die die Römer aufgehängt haben, Hunderte, Tausende in Jerusalem. Warum ist dieser besonders? Weil sich in ihm Gott zeigt. Das ist und bleibt die einzige Antwort, die wir geben können, damit wir Ostern feiern dürfen. Weil in ihm Gott sich so verschenkt, dass er in diese Welt hineinstirbt. Dass wir unsere Wege gehen können, wenn wir denn Christen sind und unsere Taufe ernst nehmen. Dass wir bei allem Irdischen, auch bei aller Gewalt, die wir erleben müssen, bei allem Schlimmen, doch in diese Spur des Lebens finden.
Es stimmt, dass das Böse am Ende nicht siegt. Aber es ist nicht einfach nur eine vage Hoffnung, die in uns keimt, damit wir uns an irgendetwas festhalten können, sondern es ist ein Faktum, das uns heute entgegentritt. Eine Person, die uns entgegentritt. So ähnlich wie Matthias jetzt hier vorne herumstolpert. Es ist ein Geschehen, eine wirkliche Begegnung. Und Ostern feiern heißt, diese Begegnung zu suchen. Glauben heißt, die Begegnung mit dem Auferstandenen zu suchen. Deshalb enden alle Ostergeschichten damit, dass man in die Gemeinschaft zurückverwiesen wird, in die Gemeinschaft der Glaubenden, in die Gemeinschaft derer, die sich nicht irre machen lassen. Am Anfang war das die Gemeinschaft der Frauen, diese kleine Gruppe, die vielleicht aus Verzweiflung es nicht wahrhaben wollte, dass es zu Ende ist, aber genau in diesem Nicht-Wahrhaben-Wollen bestätigt wurde. Der, der so von sich spricht, der wie vorher nie jemand gesprochen hat, der sich so im Wesen Gottes auskennt und wie wir im Glauben sagen, der selber ganz aus Gott kommt, mit dem kann es nicht zu Ende sein. Mit diesem reinen, unschuldigen, mit diesem Gottmenschen ist es nicht zu Ende. Aber er hat den Weg dieser Erde auf sich genommen, den Weg von Hass. Er hat ihn auf sich gesammelt und ans Kreuz getragen und durch das Kreuz hindurch in den Morgen der Auferstehung. Wenn wir das Ganze sehen, stimmt dieser Satz wirklich. Liebe ist stärker als der Tod. Es ist jene göttliche Liebe, die uns stark macht, dass wir, wo immer wir zu lieben versuchen, wo immer wir sozusagen Anleihen machen bei dieser göttlichen Liebe, dass wir dann Kraft gewinnen, dass wir selber stärker sind als der Tod. In diese Liebe, in diese göttliche Liebe halten wir Johanna jetzt hinein. Wir ziehen sie sozusagen im Taufwasser einmal durch die göttliche Liebe hindurch, sodass sie stark wird, dass sie ihren Lebensweg geht. Auch im Erleben des Todes. Und weiß, wie jeder von uns, der getauft ist, es gibt diesen Ostermorgen. Es gibt ihn, die endgültige Begegnung mit ihm, der aus Liebe am Kreuz gestorben ist und aus Liebe auferstand.